Alles klar, Freunde, willkommen zurück und dann wollen wir erstmal sammeln. Ja, wollte erstmal sagen, wollen wir erstmal schauen, aber ich glaube, wir hauen erstmal ein, zwei Summons raus, weil wir zuvor eine Map fällt. Ah, okay, 13 Tickets, 9 Gold-Tickets. Ja, die hauen wir mal kurz zur Seite. Die Sache ist, ich weiß aber nicht, wo ich reingehen soll. Ich gehe einfach mal rein nach Gefühl, glaube ich. Ich hätte gerne die Kevlar hier, SEC Kevlar, weil es einfach Kevlar ist. Wir hauen einfach mal hier einen raus. Und dann werde ich, glaube ich, mal in Promo-Packs sammeln. Weiterhin, weil die Promokarten sind, da sind echt manche Karten, sind übel interessant, so. Das sind manche Karten, da erwartet man die Sachen gar nicht, was da drauf haben. Deswegen ist mehr oder weniger so, ja, so ein Überraschungseffekt. Aber warte mal, was hat Dispo hier? 4 Scheine Dispo. Okay, was ist das? Dreifach Angriff hat am Start. AE beim Angriff gewinnen, um Item oder das Angriff des Gegners dauerhaft stark zu erhöhen. Okay, minus ein Gegner, Teammelden Energie wieder. Okay, oh mein, ja, es geht, es geht, es geht. Die anderen gehen eigentlich. Die Kraftschutzkampfphase. Ah, 2 Scheine, Alter. Direkt skippen, dann Spaß. Aber ja, ne? Okay, okay, okay. The Legend of Angol. Bitte gib den. Keiner kennt den. The Legend of Angol. Naja. Gut. Weg damit. STC Kalifla, it is. Da haben wir mal kurz die 3 Singles raus. Ansonsten begrüße ich euch auf jeden Fall. Cool, dass ihr reinguckt, was ihr habt. Wie geht es Ihnen? Super Sing, Google GT. Okay, annehmen, dann machen wir weiter. Und ich weiß noch, wo ich die 9 Gold-Tickets raushauen werde. Vielleicht in den Promo-Packs. Oh! Oh! Promo-Set oder wie? Ja. Extrem Genki Dama drauf. Und was noch so? Kritischer Zug, wenn der Gegner durch eigenen Angriff betäubt wird, Kraft in Höhe seine Kraft halten. Ja, okay, ja, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Haben noch hier Hash 1 Singsam raus und dann. Eigentlich? Eigentlich hätte ich keinen Catflow, um ehrlich zu sagen. Auch wenn sie nicht allzu doll ist, so vom ersten Lesen, was ich da bei ihr gelesen habe. Weil es halt Kevlar ist, so wie ich das meine. Sollen wir, sollen wir? Ah, let's go, let's go, let's go. Warum nicht? Let's go. Kevlar das! Guck mal, so kann man ich auch nicht unterschätzen. Diese, die eine oben rechts, die andere Dämonengöttin da, die hilft mir auch übertrieben aus, nachdem ihr sie mir vorgeschlagen habt. Deswegen gucke ich da immer mal gerne kurz nach, was sie so drauf haben. Ganz kurz rein, ich hoffe, das stört nicht. Ah, guck mal, okay. Ja, so viele Promokarten aus vielen Sets haben so eine ähnliche Thematik. Die haben alle im Prinzip die Extreme Genki Dama als CIA. Aber, ja, okay. Es gibt da schon interessante Charaktere so von den Promokarten in den Sets. So ist nicht. Die Promokarten sind echt halt so. Die Überraschungseffekte haben die alle einfach. Gehört die auch dazu nicht, glaube ich nicht. Thomas ist es, ne? Dämon geht in Thomas. Okay. Alles gut, ja. Freunde, 6 Singles haben wir noch, vielleicht haben wir noch einen. Ah, ich hätte vielleicht erstmal reingucken sollen, ob ich noch Ticketcharts hätte. Vielleicht hätte ich den schönen Multi raushauen können und nicht die ganze Zeit Singles. Ich hoffe, das passt, ich hoffe, es ist allzu schlimm. Ich habe hier in diesem Set keinen der SEC-Charaktere. Hier zeige ich das auch so eine Thematik, ja, mit den Anzügen. Und was hat der zugesagt? Okay, Eigenkraft an dem okay, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Das sind die Anzug-Boys. Da hat es ein paar Karten von denen. War das eine Promokarte oder ein... Oh, Kalifla. 3 Scheine Kalifla. Super Sintu. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. 3 finale Singles. Neu? Ah, ich habe einen Xenogoku, einen Elite, aber Xenogoku, der ist gar nicht mal so, der ist geil, der hat Extreme Genki Dama drauf. Der hat in Runde 2 CA, okay. Und ab Runde 3, 2, ja, Runde 3, bin ich so Fan von Runde 3, aber nicht, also es gibt auch geile Runde 3 Decks, so ist nicht, aber. Herrscher, ein Single Summon, ein SEC Kraft, ja, Dankeschön. Was? Okay, kein SEC Charakter, aber noch ein Ultra Instinct Goku. Ultra Instinct Genki Dama. Als Angriff verbundene Zeit deiner Angriffsphase Extreme Genki Dama. Ah, okay. Pass Gegner ziemlich krank. Eigentlich schaust du mit stark Öl, wenn du die Kraftstufe kannst. Nicht schlecht. Annehmen. Okay. Ja, gut, so viel das. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum Let's Play Orinio. Es sei denn. Oh, nee. Stopp. The One Last Single Summit is. Machen wir noch ein One Last Single Summit. Ja, ich hätte den legit holen können. Hätte mir einen schönen Multi raushauen können. Aber nicht schlimm. Ich hoffe, es ist legit nicht schlimm.
Aber wie gesagt, wir haben vereinbart vor ein paar Parts, dass wir, nachdem ich aus der Map bin, einfach die Tickets nehmen und die raushaue und dann weitermache. Verdammt, wir haben einmal Kevlar gezogen, einmal Käde und aber leider keine Kevlar. Nicht schlimm, nicht schlimm. Aber Kevlar, ich komme hier nochmal zurück. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Achso, wir haben uns geteilt, wir haben uns aufgeteilt. Richtig, richtig, richtig. Wir machen den Kampf jetzt zwar mit meinem Bu-Avatar, also meinem Verbündeten, Bu-Verbündeten, richtig? Wo ist der? Ah, halte mal. Ah, halte mal, jetzt. Was ist dies? Das ist ja gar kein Kampf, sondern boom. Lol, zwei Gold-Tickets. Hätte ich die davor genommen, hätte mir die rausgehauen. Aber nicht schlimm, nicht schlimm. Heißt, der hier kann... Ist wohl durch eine Mission erfüllt. Der kann nicht weiter. Okay, ich muss hier dann ran. Und einmal bei ihm ran. War ich hier schon? Yep, da war ich. Okay, dann machen wir mal diesen Kampf zuerst. Okay, jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir, was hier abgeht. Ich so. Bin kampfbereit. Ah! Oh! Okay, nur gegen die Version von Sie lassen das. Ah, ich habe Angst vor dem. Ich habe wirklich Angst vor dem. Okay, was mache ich jetzt? Ich will ungern jeden raushauen. Ich hau mal Piccolo raus, nur ihn. Um zu gucken, was er drauf hat, weil... Mit Piccolo fusioniere ich mich eh danach. Ja, siehst du, der wird auf jeden Fall in jedem Fall zuerst angreifen. Schauen wir mal. Ja, jetzt schon super angriff, das war klar. Boah, okay, mit den Verbündeten. Bitte? Nein. Die Verbündetenkämpfe werden wahrscheinlich ein bisschen unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Schwarze Superkammer mehr. Okay. Und Essbeteiligung. Dankeschön. Er greift mehrmals an. Verdammt. Okay, war schön. Hat Spaß gemacht. Das ist jetzt die Sache mit diesen verbündeten Decks. Das sind Kämpfe, die können sich ziehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Nicht gut. Ja, wird's. Ich weiß ja nicht mal, ob ich aufgrund der Zeit überhaupt super angefangen habe. Ich habe nicht mal Helden dagegen, nichts. GG. Ja, was nehme ich jetzt? Ich muss wieder kaum Mappe für den Gegner. Was ist denn das hier? Ich hoffe, das bringt was. Death Machine. Okay. Genau, jetzt den fusionieren, das ist gut. Ey! Danke. Jetzt ist nice. Piccolo, komm ran! Ja! Oh ja. Okay. Ja, jetzt die Sache halt, hätte ich trotzdem. Obwohl, nein, ich habe sehr gut Kraftstufe gehabt. Okay, ja. Sollen wir. Was haben wir letztes Mal? Was hat es letztes Mal gesenkt? Was haben wir ihm verteilt für einen Effekt? Ich weiß gar nicht mehr. Verdammt! Ich geb. Ah, da stand's auch dran! Ich Idiot, da steht doch Ausdauer dran. Was mache ich? Ich depp, ich hatte. Ah! Hä, Krim? Alter, Krim, was ist das? Hä? Aua! Alter, das gibt's doch nicht! Junge, das ganze Spiel hat gegen den so gelaggt, ey. Manchmal funktioniert das so easy, manchmal nicht. Da stand so dran mit Ausdauer. Ich glaube, das. Das ist meine Ausdauer von den Charakteren. 20% und mein Gegner war es minus 20%. Oh Mann, ey. Das mit den Kapseln ist so anstrengend, dass es keiner weiß. Aua. Ah. Egal. So. Bin ich hier nicht. Hey, Kamera. BD. Danke. Ah, war schön. Hat so Spaß. Hat Spaß gemacht. Geiles Game. Hat Spaß gemacht. War cool. Oh mein Gott. Es wird nichts.
Oh mein Gott. Oh, ich hasse es. Ja, oh, ich hätte so gut Schaden machen können eigentlich. Wirklich. Mann, echt. Dann nehmen wir mal noch Goku die Sonne mit. Let's go. Ey, Mann. Ey, das sind doch mit dir Son Gohan, oder was? Ich hatte mit Yamcha verwechselt die ganze Zeit. Keiner weiß. Ja, tatsächlich. Nee, das wird, glaube ich, das wird legit nicht zum Ende sein. Okay. Machen die schon, weiß nicht. Ich glaube nicht. Kommt, Jungs, aua. Kommt ran, ja. Ja, wow. Super Angriff mit dem Berserker-Typen wäre so wichtig gewesen, dass er ihn durchbekommen hätte. Es wäre so wichtig gewesen. Boah, der wird mir viel Schaden machen, ey. Was mache ich, ey? Kannst du mal konzentrieren, Osaru? Kommen Sie. Wir wollen das Ding auch gewinnen. Lassen Sie das bitte. Nein. Knapp das war. Ich weiß, ob ich das aktivieren soll. Ich habe halt so wenig Heldenenergie. Das ist mein Problem. Wie viel Heldenenergie verbrauchen das? 3. Hör mir auf. Nein, das kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Ah, hör mir auf, bitte. Verdammt! Ich habe wenig aus. Er wird zuerst angreifen. Ich weiß es. So habe ich halt mehr Ausdauer. So ist bei 0, das geht so. Keine Ahnung. Oh! Nein! 14.000! Oh. Greif jetzt wieder mehrmals an. Sei denn, ist ein Comeback. Zweimal perfekt. Perfekt. Haben wir es überlebt? Frage ist, ob es uns. Oh mein Gott. Hm, jetzt liegt es in meiner Hand. Ja, der hat übel viel Leben. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, ey. Oder? Komm, let's go. Ja, nice, sehr knapp. Ja, nice, ich glaube, wir haben das. Ja, ja, ja. Ja, perfekt, guck mal. Oh mein Gott, da haben wir tatsächlich die Ruhe bewahrt. Sehr gut, das freut mich. Sehr schön. Brenzlig, aber wir haben es geschafft, Gott sei Dank. War brenzlig, aber wir haben es Gott sei Dank geschafft. Sehr cool, raus mit dir. Dankeschön. Ciao. Alles klar. Jetzt haben wir das Gott sei Dank geschafft. War brenzlig, wie gesagt, aber wir haben es geschafft. Das war mir auf jeden Fall wichtig. Ja, diese Verbündenkämpfe, die muss man noch so ein bisschen. Oh, ein bisschen Glück, sag ich mal. Aber. Ich habe noch einen Kampf mit meinem Team. Und jetzt frage ich mich da. Zum einen, warum laggen das so? Die Idee! Und zum anderen. Leider nicht durch. Viele Gegner, aber werden sie auch stark sein. Gut, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Was ist denn hier los? Viele Gegner. Eskalation. Denke ich. Nicht. Ne, schauen wir mal. Okay, let's go. Und zwar mit unserem legendären Eye-Tempo-Deck. Wir werden sehr viel Heldenenergie bekommen. Das heißt eigentlich, bräuchte ich, glaube ich. Ja, kommt aber noch, wie die rausstellen, glaube ich. Ne? Let's go. Nehmen wir einfach mal zur Sicherheit. Machen nicht viel Käse. 2 Heldenenergie erstmal für uns. Dann stellen wir, wie gesagt, den raus. Außer erstmal den Knaben und die nette Dame. Let's go.
Okay. Wir haben nur eine herausgestellt, oder was? Sehe ich das richtig? Nee. Wie haben wir rausgestellt? Vier Stück? Ja, vier? Ich glaube ja. Okay. So, ja, jetzt muss erstmal Ruhe bewahren. Ne? Jetzt ist, glaube ich, für Alt-Tempo richtig langsam. Also muss wir auch dementsprechend jetzt. Knapp. So, komm, Stunde zu. Boah, die Angriff war so geil im Manga einfach, ganz ehrlich. Einfach eine neue Ulti gesehen von Vegeta. Geil. Oh, die ist betäubt. Yare, yare. War ja eh betäubt. Uyoku. Oh. Und draußen wird sie 18. Ja, das hat das Geile. Unterschied von verbündeten Deck und zu unserem eigenen Deck. Der Unterschied ist groß auf jeden Fall. Aber sehr gut. Wie das geklappt hat im Endeffekt. Oh, Alida. Chunanago, nicht Chunanago war doch zu 17. Naja, egal. Weiter. Alles klar, so viel dann auch dazu. Wie geht es? Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe jetzt die Zeit nicht im Blick ganz genau, aber wir nähern uns langsam dem Ende eigentlich zu. Denke ich es. Ah, okay, wir können es wieder sehr gut. Okay, sehr gut. Heißt, wir sind hier mehr oder weniger durch. Wir nehmen das doch mit, Freunde, und dann hauen wir noch die. Ich würde noch gern summon am Ende. Normalerweise summon ich am Ende nie, aber die Tickets, die wir relativ am Anfang bekommen haben, da spüre ich Lack, die zwei Gold-Tickets. Die will ich sehen. Genau, wir uns wieder verbinden. Richtig, richtig. Yes. Oh ja. Gut, dann machen wir das Dixer von hier weiter. Mit der Story. Hauen aber noch, wie gesagt, kurz die Tickets raus. Die zwei Gold-Tickets, die wir bekommen haben. Vielleicht haben wir noch ein bisschen mehr bekommen. Kefla. Ich weiß. Drei. Okay. Kefla will ich. Ich will Kefla. Game. Kefla. Anna. I want him, man. I want Kefla. Kefla. It is. Fast. Naja, wieder die Kalifa gezogen. Okay, nicht schlimm. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen, Freunde. Cool, dass ihr reingeschaltet habt. Am Ende haben wir noch random Singles rausgehauen. Okay, Elite-Kämpfer. Na, Runde 3, hau rein. Und dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Let's sing it zusammen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Peace. Was? Das ist so ein geiler Abschluss, wenn das Kämpfer wäre. Aber es ist einfach. Supporter? Fällt die Fische an. Guck mal, mit riesen Kalkinitation. Ah, okay, ja, ich gebe meine Spannung. Ah, okay, ja, Ausdauer, das war ich nicht schon. Ja, es geht, okay. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace.